Sabines Infobox. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte mit der Jana Wendt. Sie ist zu Hause in der Lorelei. Sie ist seit dem 8. Lebensjahr, als sie in die Porzellanmanufaktur nach Meißen einen Besuch abgestattet hat, da war ihr Kindheitstraum. Sie möchte Porzellanmalerin werden, finde ich ganz, ganz spannend. Und auch Zeichnerin, und sie hat in Meißen gelernt. Sie kann alle Malwünsche, die es gibt, erfüllen. Sie hat ein Buch rausgebracht, Rudis Traum, da kommen wir nachher noch drauf, finde ich sehr, sehr schön. Sie hat einen Online-Kurs mit Zahlen und Zeichnen und Malen und noch viele, viele andere Produkte. Ich freue mich jetzt auf ein ganz, ganz spannendes Interview. Hallo Jana. Ja, herzlich willkommen, ganz wunderbar, liebe Sabine. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich freue mich auch. Viele Grüße zu dir nach Berlin. Danke. Hier aus Lierscheid von der Lorelei, genau. Ja. Danke. Also Lierscheid liegt an der Lorelei im Mittelrheintal. Ja. Ich bin natürlich keine gebürtige Rheinland-Pfälzerin, man hört es. Also ich bin in Leipzig geboren, in Sachsen, aber ich wohne hier in dieser schönen Gegend am Mittelrhein seit 1995. Ich habe mich damals in diese Gegend verliebt, kann man sagen. Also mir hat es hier einfach so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, hier möchte ich wohnen. Ja, schön. Ja, genau. Ja, schön. Ja. Jana, wie kommt man dazu, ich gehe mal gleich in die Geschichte rein, mit 8 Jahren warst du, ich denke mal, bestimmt mit den Eltern oder mit Oma und Opa da? Ja, genau. Ja, also mit meinen Eltern sind wir mal an einem Sonntagnachmittag als Ausflug von Leipzig nach Meißen gefahren und haben uns die Porzellanmanufaktur in Meißen angesehen. Und ich war da am Ende der 2. Klasse, also gerade 8 geworden. Und ich war so fasziniert, also ich war so begeistert, als ich da gesehen habe, wie die da diese wunderschönen Teller bemalen. Und man wurde da rumgeführt, man konnte zuschauen und Schritt für Schritt alles so nachvollziehen. Und ich war so hin und weg und habe mir dann gedacht, boah, also das will ich machen, das und nichts anderes. Ja, und da stand mein Berufswunsch fest. Ich werde Porzellanmalerin. Also wirklich, ich war so davon eingenommen, das und nichts anderes. Ja. Und ich erinnere mich, dass dann meine Klassenlehrerin mal fragte, was wir so als Berufswunsch machen möchten. Und es sollte jeder 2 Wünsche angeben. Mhm. Und ich hatte natürlich nur einen. Was sollte ich da einen 2. hinschreiben? Ja, ich nur ein, was will. Und ich habe also immer gesagt, ich will Porzellanmalerin werden. Ja. Und ich habe nie einen 2. Wunsch abgegeben. Also auch die ganzen Jahre nicht im Laufe der Schulzeit. Also es stand für mich einfach fest. Okay. Natürlich wusste ich dann auch von den Eltern und von vielen anderen, dass es halt auch sehr schwer ist, da ranzukommen. Mhm. Aber es hat mich nicht abgeschreckt oder ich wollte mich auch nicht abschrecken lassen, weil ich wollte das einfach so intensiv. Mhm. Und natürlich wusste ich, dass man ja schwer rankommt und muss halt irgendwie etwas nachweisen. Und habe dann schon in der Schulzeit, also ab der 5. Klasse, ja, wie alt war ich da? 11, ja, also ganz 6 ganze Jahre zusätzlich zu dem normalen Schulunterricht, habe ich halt ein Kunststudium gemacht. Also das sind 6 Jahre gewesen, also von der 5. bis zur 10. Klasse. Mhm. 4-mal in der Woche nachmittags bei der Bezirkskunstschule Leipzig in Malerei, Grafik, Emaillegestaltung, Textilgestaltung, Schriftgestaltung. Und ja, und da habe ich natürlich dann auch ein Zeugnis gehabt und hatte natürlich noch etwas zum Nachweisen, als ich mich dann beworben habe. Und ich war dann eine der wenigen Glücklichen, die dann in Meißen angenommen wurden. Und ja, dann habe ich halt in Meißen auch die Zeichenschule gemacht, ein ganzes Jahr Zeichenschule. Das heißt, also ganz viel Anatomie und Zeichnen und Durchbauen, ja, die ganzen Grundlagen. Und dann halt die Ausbildung zur Porzellanmalerin. Wie lange ging die Ausbildung? Ja, so inklusive Zeichenschule waren das 4 ganze Jahre. Okay. Okay. Ja. Dann warst du doch auch in der Schule
diejenige, die immer eine Eins auf dem Zeugnis hatte, ja, wenn es um Malen ging, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Das ganz klar, ja. 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 Und dann hast du ja da gelernt. Wie ging denn dann dein Werdegang weiter? Ja, danach habe ich mein erstes Kind bekommen. Ja, und das ging dann, ja, das ist halt so, ne? Und wir sind dann hierher gezogen an die Lorelei, weil es halt hier eine sehr schöne Gegend ist. Und ja, dann hatte ich halt auch das zweite Kind und irgendwann auch das dritte und dann auch das vierte. Ah! Ja, und da war ich erstmal auch gut beschäftigt, muss ich sagen, mit vier Kindern und Haus und Garten. Und habe nur nebenbei gemalt, habe auch immer mich weitergebildet in ganzen verschiedenen Malereien, der Aufklasurmalerei. Ja, also Porzellanmalerei wird ja in Auf- und Unterklasurmalerei geteilt. Und in der Aufklasurmalerei hat man wirklich alle möglichen Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mal so sage, um sich weiterzuentwickeln. Und ich habe dann alle möglichen Malereien auch weitergemacht, um mich dann selbst weiterzubilden. Auch verschiedene andere künstlerische Techniken, wie jetzt Ölmalerei, Acryl, Aquarell, Feder-Tusche-Zeichnung, also so gut wie alles. Und habe dann später den Entschluss gefasst, ich mache mich selbstständig als Künstlerin, also als Freiberufler. Und ja, und habe dann diesen Schritt gewagt. Das war für mich nochmal ein ganz riesiger Entwicklungsschritt, also der größte, den man sich wohl denken kann, glaube ich. Ja. Denn es war ja so, gerade weil ich ja vorher zu Hause war, ja, und mich um die Kinder gekümmert hat, dann ist man so im Umfeld, ja, die Mama, ne, so, ja, die, vielleicht auch sogar noch die alleinerziehende Mama oder so, ja. Dann erwartet man nicht, oder ich war ja nicht bekannt, man erwartet dann halt keine Frau, die selbstständig ist oder Unternehmerin ist oder Künstlerin ist, sondern ich war halt wirklich vom Beruf her wahrscheinlich echt die Mama, ja, und ich musste mir das alles aufbauen. Also ich war wirklich unbekannt und als Künstlerin ist so, kann man noch nicht viel verkaufen, wenn einen niemand kennt. Hm. Ich musste also wirklich absolut in die Sichtbarkeit gehen und es ist auch durchaus ein anstrengender Weg gewesen, aber ja, in der Zwischenzeit läuft das. Was bemalst du alles, Jana? Weil du ja gesagt hast, du kannst dir alles zeichnen, alles malen. Auf was malst du das? Ich sehe ja im Hintergrund, sieht man ja Porzellan. Malst du nur auf Porzellan, Leinwände? Erzähl uns mal ein bisschen darüber, was, wenn ich das sehr interessant finde. Ja, also hier im Hintergrund sieht man jetzt genau, die Eier. Also das sind Porzellaneier, ja. Ja. Das, auch einige Natureier natürlich, Straußeneier, Wachteleier, Enteneier, ja. Dann, und bezüglich Porzellan bemale ich wirklich alles und auch mit allen möglichen Motiven, ja. Mhm. Wenn man jetzt hier zwar die Eier im Hintergrund sieht, aber natürlich male ich auch Porzellanwandbilder oder kleine Fingerhüte in Kaffeeservie, in Speiseservie, Schalen, Vasen, also wirklich alles. Da gibt es keine Beschränkung in der Form und auch nicht in den Motiven. Die Leute kommen zu mir und bringen dann Fotos mit, zum Beispiel von ihrem Motorrad oder von ihrem Lieblingsauto, und wollen das also vielleicht auf eine Streichholzschachtel gemalt haben mit Porzellanplatte drauf oder auch ja, auf eine Kaffeetasse, auf einen Teller, also mit allem. Ja. Ich hatte auch schon Fingerhüte mit mini kleinen Kuckucksohren, ja, drauf. Also das ist ja wirklich ganz, ganz klein und detailliert, gerade wenn man noch so das Ohrwerk sieht oder so und der Fingerhut ist ja bloß einen Zentimeter groß. Ja. Also wirklich ganz vielseitig. Manche möchten halt auch einen Eisvogel gemalt haben oder eine alte Nähmaschine. Also je nachdem, was die Leute auch für Hobbys haben, was sie so für Vorlieben haben oder als Geschenk. Mhm. Ja, da hatte ich auch mal, die wollten eine Mühle gemalt haben auf dem Teller, wo sie sich kennengelernt haben in der Mühle oder so, was jetzt halt so diese Erinnerungen sind. Mhm. Ne? Ja. Genauso auch ja, ein Öl auf Leinwand oder ein Acryl auf Leinwand. Ja, das also auch auf Wunsch. Also auch große Sachen. Ja, auch große, auch was jetzt so ein Meter mal ein Meter ist oder so. Mhm. Ja. Ich hatte auch einen ganz interessanten Auftrag. Das war eine Hinterglasmalerei. Ja, da wollte ein Kunde ein Schloss gemalt haben und das sollte dann auch noch beleuchtet werden. Ja. Und dann malt man direkt von hinten auf das Glas.
ja, auf den Glasrahmen. Und bei einer Hinterglasmalerei muss man ja völlig umdenken. Man malt alles seitenverkehrt und alles in, ja, in den Arbeitsschritten rückwärts, kann man sagen. Ne? Also was man sonst zum Schluss malt, muss man dann zuerst malen. Ne? Das ist ja natürlich schwierig, sich erstmal reinzudenken. Ja? Ja, aber ich fand das unheimlich eine spannende Sache. Die Hinterglasmalerei ist ja eigentlich eine alte Technik aus dem Schwarzwald. Und das einfach mal zu probieren, fand ich wahnsinnig spannend. Das ist ja auch sehr... Ich habe dann noch ein Licht eingebaut und dann konnte man noch das Licht anschalten und dann hat halt das Licht durch die Fenster in dem Schloss geleuchtet. Ja. Oh, schön. Ja, schön. Das ist ja auch interessant dann, ich sag mal, für die Firmen, gerade mit Tassen, mit Firmenlogos. Ja, ja, genau, sowas auch. Ja, ja, genau, ja. Ne? Das ist ja dann schön. Also malst du alles? Ja, so ziemlich, ja, was ich schon sage, ja. Jana, wie viele Pinselsorten gibt es denn? Oh, wie viele Pinselsorten? Ich glaube auch sehr, sehr viele. Und ich habe ständig viele in Benutzung, von ganz kleinen und feinen mit fast nur 2, 3 Haaren, bis hin natürlich auch zu großen. Ja, sehr spannend. Von deinen Kindern, ich gehe noch mal kurz in Schritt zurück. Ja. Hat jemand von deinen Kindern es mit übernommen? Ja, also meine Kinder malen auch alle gern, aber dass sie ganz genau das so nachverfolgen, ist nicht so. Also sie wollen jetzt nicht Porzellanmalerin werden. Meine älteste Tochter, die malt halt so, mal ein Aquarell zwischendurch und so. Und mein Sohn, der wollte gerne Kunst studieren, der macht jetzt so ein künstlerisches Studium, also so aus Kunst und Architektur. Und meine jüngste Tochter, die macht Modeentwürfe zurzeit. Ja, die malt also verschiedene Modepuppen und lässt sich da auch da Verschiedenes einfallen. Naja, aber alle ins künstlerische Handwerk. Ja, auf jeden Fall. Also malen und basteln auf jeden Fall. Automatisch gibt man ja mal das weiter, was man kann. Ja. Also ich gebe halt nicht das Reifenwechseln weiter, weil das kann ich nicht. Ja. Sondern halt eher dann halt das Malen und Basteln, ja. Ja. Wie gibst du denn dein Wissen in Kursen dann weiter? Machst du Online-Kurse oder bei dir, man darf ja sagen, Galerie? Was machst du dann da? Machst du das nur mit den Aufträgen oder die Kurse? Ja, also beides, die Aufträge und natürlich Kurse. Also ich gebe in der Schule mal Kurse, so Kunstkurse. Ja, ich hatte auch mal über die Volkshochschule Kurse gegeben. Und seit 2 Jahren habe ich halt auch einen Online-Porzellanmalkurs. Und weil es doch viele gibt, die dann sagen, ach, das Online, das fällt mir schwer. Und habe ich das halt auch auf DVD gemacht. Das kann ich jetzt hier auch mal zeigen. Ah, schön. Da habe ich jetzt hier den... Porzellanmalkurs, das ist wirklich ein großer, Kompaktkurs. So, das sind also hier 7 DVDs drin. Und dazu auch noch einen weiterführenden Kurs. Ja. Ach, schön. Ja, und genauso gut auch noch ein Aquarellmalkurs. Aquarell ist immer eine sehr, sehr gute Grundlage für den Porzellanmalkurs. Mhm. Ja. Das ist also auch dabei. Das ist also wirklich ein ganz großer Kompaktkurs mit insgesamt 20 Lektionen, wo man wirklich unheimlich viel Videomaterial hat, was man dann halt sich ansehen kann, immer wieder und danach üben kann. Ja. Ich habe auch viele Webinare gemacht und auf dieser Online-Schiene viele ausgebildet. Aber natürlich die Kurse vor Ort gebe ich auch. Im Moment ist natürlich gerade in dieser Zeit jetzt gar nicht so leicht mit diesen Kursen so von Angesicht zu Angesicht, entsprechend der jetzigen Zeit. Aber das wird sich ja in ein paar Monaten wieder geben. Ja. Und dann gibt es natürlich auch wieder mehr Live-Kurse. Ja, genau. Ja. Und du machst dann, denke ich, auch mal kleine Kurse, ne? Ja, genau, genau. Ja. Ja, im kleinen Kreis, so zwischen für 8 bis 10 Personen, weil sonst kann man halt auch nicht helfen. Und es ist sehr wichtig, dass man individuell eingeht auf denjenigen. Und also das ist mir immer sehr wichtig, denn jeder kommt mit einem ganz anderen Stand. Ja, der eine hat schon öfter was gemalt, der andere ist schon weiter. Und ich helfe halt genau an der Stelle, wo derjenige ist. Ich hole ihn also genau da ab und zeige ihm dann genau das, was er braucht. Ja. Ja. Wie ist es denn mit jemandem so wie ich, wenn ich was auf dieser Welt bis jetzt nicht kann, ist es Zeichnen oder Malen. Da hatte ich nie eine Freude daran. Das kann
kann ja noch kommen. Da darf man ja wirklich von Grund auf anfangen. Ja, also wir haben in den Kursen so viele Leute gesagt, ich habe noch nie gemalt und noch nie gezeichnet, aber das macht mir so viel Spaß und ich habe hier so viel gelernt, das hätte ich nie gedacht. Ja, das glaube ich. Ja, das ja. Glaub ich, ne? Also es war über die Volkshochschule so, da haben viele gedacht, ach, ich probiere das einfach mal so aus, so als kleinen Kurs mal. Als Abwechslung und die waren total begeistert. Ja. Und genauso auch diese Kunstevents, die ich jetzt leite, da jetzt auch ein ganz neues Projekt, Kunstevents im Mittelrheintal, also hier in der Gegend zwischen Koblenz und Rüdesheim, wo ich dann in verschiedenen Locations arbeite, also Gaststätten oder Museum, wo man halt in 2 bis 3 Stunden eine Stofftasche bemalt, also im Prinzip ein Stoffbeutel und dann malen wir halt eine Burg drauf, also Mittelrheinburg, ob das jetzt die Burg Pfalzgrafenstein ist oder auch der Mäuseturm oder so. Und die Leute, die da mitmachen, die sagen, ach, wir haben einfach mal Lust, was Neues auszuprobieren. Aber ich habe seit dem Kunstunterricht in der Schule nie gemalt. Ja. Und die sind dann so begeistert, dass sie wirklich ein fertiges Werk haben. Also wirklich, dass es super gut aussieht. Und die haben sich tatsächlich selbst diese Tasche bemalt. Und wie ist deine Kurse? Die sind ja gemischt. Sind da auch Männer mit drin? Ja, ja, auch, ja. Also klar. Auch gemischt. Also ja, ja, klar. Also das ist nicht so, dass es nur für Rentner ist oder so. Nee, oder noch überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz offen und es sind auch viele Jugendliche dabei, jüngere, also Männer, Frauen, also alles ganz normal. Ja, schön. Ja. Fährst du denn heute noch selber nach Meißen in die Manufaktur und schaust dir dann neue Dinge mit an? Ich war vor 2 oder 3 Jahren war ich mit meinen Kindern in Meißen und habe gedacht, ich zeige denen das mal. Und wir haben dann eine Führung gemacht und uns alles angesehen. Meine Kinder waren aber nicht so begeistert, wie ich das damals war. Ja. Aber das ist ja ganz klar, die wachsen ja so auf. Sie sehen es erstens jeden Tag. Ja? Sie sehen das ja hier bei mir alles jeden Tag und haben dann dadurch auch einen sehr hohen Anspruch schon. Ne? Also sie wissen, wie es aussehen muss und haben dann auch einen sehr kritischen Blick für alles. Ja. Was bemalst du am liebsten? Am liebsten, ich mal bemale wirklich sehr, sehr gern Eier. Also diese Eiform, das hat was. Das ist total schwierig. Weil man hat ja diese Form hier rum, ne? Und auch in diese andere Richtung, in beide Richtungen. Man muss wirklich mit der Form gehen. Ja. Und bei Naturdingen wie Blumen, Vögel ist es ja noch relativ leicht. Und besonders schwierig ist es bei Bauwerken. Wenn man jetzt, egal ob man jetzt das Leipziger Völkerschlachtdenkmal malt oder das Schloss Neuschwanstein oder so, oder ein Eiffelturm. Also man muss richtig mit der Form gehen, weil die senkrechten Linien, die kann man nicht wirklich senkrecht malen. Wenn ich die senkrecht male, würde es halt schief aussehen. Also man muss da echt das der Form anpassen. Und das sind sehr hohe Anforderungen. Aber ich finde, das hat was. Also das reizt mich halt, dieses Schwierige zu machen. Du, Jana, zeig doch mal, hol doch mal so ein Ei von dir im Regal hinten und zeig das doch mal in die Kamera. Weil ich finde es so interessant. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt das neue Rathaus. Nee, das alte Rathaus. Ich bin schon. Also das alte Rathaus von Leipzig, das stand jetzt gerade hier. Das ist ringsherum bemalt. Wunderschön. Ja. Und das ist ein Salz- und Pfefferstreuer. Ja. Der zweite hier dazu, da habe ich das Völkerschlachtdenkmal drauf gemalt. Ja. Wenn ich das jetzt mal so in die Kamera durchschaue, wenn man sieht es, ja. Einmal mit einem Loch, einmal mit 3 Löchern, Salz und Pfeffer. Ja. Und hier unten ist dann halt der Stöpsel, dann kann man das befüllen. Wunderschön. Also das schöne Arbeit. Genau, die Eier auch zum Benutzen. Ja, ja. Ist dann Meißen, ist es dann bei denen so, dass die dich auch mal buchen oder die haben ihre eigene Zeichner und Maler, oder? Die haben ihre eigenen und, ja. Und ich bin ja freiberuflich, ich arbeite ja jetzt nicht in einer Firma oder so. Ja. Jana, wir kennen uns ja, wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr auf einer Veranstaltung. Da fand ich das ja schon so spannend, als du erzählt hattest, du bist Porzellanmalerin. Also da habe ich ja gleich den Kontakt mit dir aufgenommen. Deshalb dürfen wir beide uns auch duzen. Wie bildest du dich denn
für dich weiter? Ich denke mal, in deinem Malen, da tauchst du ein, das ist deine Welt. Liest du auch noch andere Bücher? Besuchst du noch andere Seminare? Wie sieht denn der Alltag von dir aus, wenn du nicht malst? Wenn ich nicht male, ja. Ja. Ja, also ich habe doch einen großen Drang, mir immer wieder was Neues anzueignen. Also ich bin da wirklich richtig scharf drauf, immer wieder was Neues zu lernen. Und ich habe Rhetorikkurse gemacht oder halt auch für Videos und auch Marketing natürlich und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich lese unheimlich gern. Ich lese auch sehr viel. Also ich nutze viel meine ganze freie Zeit zum Lesen. Immer wieder noch ein neues Buch, einen Online-Kurs oder auch Seminare. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Also das sind schon ungefähr 4 Seminare im Jahr oder Kurse halt, die man dann halt abends zu Hause online sich am PC ansieht. Und ja, das gehört ganz automatisch dazu, weil ich einfach auch wissbegierig bin und weil ich merke, ah, hier brauche ich noch was oder das müsste ich noch wissen und so. Und so kommt das ganz automatisch. Wann hörst du abends auf mit Malen? Also wann ist dann, wo du sagst, so jetzt ist dann für mich der Feierabend. Ich weiß, dass es ja die Berufung ist, da macht man es ja gerne. Wann gehst du so in deinen Feierabendmodus? Ja, Sabine, du hast vollkommen recht. Es ist meine Berufung und ich habe keinen festen Feierabend. Das muss ich wirklich zugeben. Ja. Und wahrscheinlich klingt das vielleicht auch für viele ganz und gar abschreckend, aber vor Mitternacht höre ich eigentlich nicht auf. Okay. Es ist sehr oft so, dass ich echt bis in die Nacht reinmale. Und es gibt sicher auch eine Ausnahme, wo ich mal sage, okay, heute höre ich einfach um 8 auf und setze mich mal auf die Terrasse noch ein bisschen. Aber die meiste Zeit, ich habe so einen großen Drang, es fertig zu machen oder weiterzumachen. Und nicht, weil mir das jemand sagt, sondern diesen Drang habe ich einfach von mir aus. Und dann male ich halt so lange, ja, bis ich sage, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Und das kann ich durchaus Mitternacht und vielleicht auch mal um 1. Mhm. Und wenn ich mal an ein Bild male, was mir ganz besonders wichtig ist, was ich jetzt echt richtig fertig kriegen will, dann gibt es das auch, dass ich halt bis um 2 mache. Vielleicht schlafe ich dann nächsten Morgen mal eine Stunde länger wieder oder so. Weil wenn man einmal drin ist, dann kann man manchmal auch nicht aufhören. Ja, ja. 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 Aber das ist natürlich nicht jeden Tag so. Es gibt dann auch mal wieder Ausnahmen, es gibt auch mal wieder Phasen. Dann, gerade wenn ich abends einen Kurs habe und ich komme um 10 nach Hause, gut, dann setze ich mich eigentlich nicht nochmal hin und male weiter. Dann ist halt der Feierabend auch schon mal um 10. Naja gut, im Malen und Zeichnen, ne, das, ich habe ja auch Kunden, die malen, jetzt nicht so professionell wie du dann auch. Und die sagen auch, die können so gut abschalten. Und ich denke, wenn du dann da am Malen bist, du tauchst ja in eine Gedankenwelt mit ein, das ist ja auch ein Abschalten. Genau. Ja. Das Malen ist ja nicht anstrengend. Also ich sehe das auch nicht als Arbeit an. Ich bezeichne das auch nicht so. Ja. Ich sage ja nicht, ich muss jeden Tag 12 Stunden arbeiten oder 14 Stunden arbeiten. Oder. Das ist Leben. Also ja, ich sage ja sehr oft, Kunst ist Leben und Leben ist Kunst. Ja. Ne? Ja. Weil das so meinen Alltag bestimmt und prägt. Ne? Mhm. Ja, egal, welche Herausforderungen man hat, ich tauche da wirklich voll in die Malerei ein und kann dann gut abschalten und das tut mir einfach gut. Und ich merke das auch in meinen Kursen und bekomme auch immer wieder diese Rückmeldung, dass die Leute mir sagen, das tut so gut. Man kommt bei sich selbst an, man ist in einer anderen Welt und das ist ein absoluter Ausgleich von allem. Ja. Wie ist denn das, Jana? Hast du denn dann, arbeitest du auch mit einer Lupe? Weil ich kann mir ja vorstellen, gerade jetzt wie die Eierchen, was du da hinten bemalst, mit den kleinen, feinen Pinseln, da brauchst du doch, wo du ein bisschen größer schauen kannst, oder machst du das wirklich nur mit deinem Auge? Ja, ich mache das wirklich nur so mit gutem Licht. Also ein gutes Licht brauche ich schon und spitzen Pinsel. Ja. Aber ich werde so oft gefragt, ob ich nicht mit Lupe male. Genau. Aber ich male wirklich einfach so. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Aber das geht doch auch auf die Augen. Also das merke ich ja, wenn ich jetzt von morgens bis abends mal am Computer sitze, dass es schon gut ist. Ist dann das Licht, das ist ja bei dir in dem Sinn ein bisschen anders mit, dass das schon anstrengend ist. Also ich empfinde das nicht als anstrengend.
so klein Augen oder so überhaupt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Kopfschmerzen kriege oder mir die Augen wehtun oder gar nicht. Ja. Aber wenn ich eine Ausstellung habe, lege ich oft eine Lupe für die Besucher hin, dass die dann halt mal mit der Lupe schauen können, dass es halt wirklich alles so klein und fein und detailliert gemalt ist. Ja. Aber für mich ist es normal. Ja, ja. Also ich komme ja immer gerne auch mal meine Interviewgäste besuchen. Ja. Und das werde ich dann auch mal machen, dass ich mal in die Galerie komme, weil das möchte ich dann in Natura sehen, wie schön das wirklich ausschaut. Ja, ja, da, das freue ich mich. Ja. Super, das ist schön, dass du das vorhast. Ja. Ja. Was ist denn für dich dein nächstes Ziel? Du arbeitest du mit Zielen auch für dich, persönliche Ziele, Jana? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wenn man keine Ziele hat, kommt man entweder nicht voran oder zu langsam. Ja, also ich kann nicht alles so dem Schicksal überlassen. Also ich habe schon klare Ziele und ich schreibe noch jeden Morgen meine Ziele auf. Schön. Und ganz klar, das hat man für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr oder auch noch weiterführend. Ich glaube, das geht ohne gar nicht, denn durch die Ziele plane ich ja auch, was ich für Zwischenschritte mache, was ich bis dahin gemacht haben möchte, was ich erledigen muss. Sonst könnte ich mir eigentlich meinen Plan gar nicht zusammenstellen. Mhm. Also mein nächstes Ziel sind jetzt diese Kunstevents im Mittelrheintal, was ich vorhin erwähnt habe. Damit habe ich jetzt begonnen, das halt richtig aufzuziehen. Denn ja, wie gesagt, ich liebe diese Gegend. Ich habe mich ja damals hier in diese schöne Gegend verliebt. Und es ist trotzdem so, dass hier, ja, ich würde mal sagen, wenig los ist. Es ist einfach landschaftlich unheimlich schön, aber es gibt zu wenig Kunst und Kultur und ich möchte einfach auch die Gegend bereichern und denke mir, dass man gerade in der Kombination mit einer Museumsführung, ob das jetzt im Blüchermuseum ist und dabei halt mit Malen oder ob das jetzt in einer anderen Burg ist, mit einer Burgführung oder auch mit einer Feier in einer Gaststätte, mit Essen und Trinken und so. Und dabei halt dann die Taschen bemalen und Bilder bemalen. Also das finde ich einfach, ist eine tolle Idee. Also ich bin da von meiner eigenen Idee ganz besessen. Ja, und das möchte ich jetzt halt richtig durchziehen. Das ist jetzt also mein nächstes Ziel. Ja. Ich denke mal, das ist auch immer beeindruckend, wenn du irgendwo bist und man fragt dich, Jana, was machst denn du beruflich? Und du sagst dann, ich bin Porzellanmalerin. Das ist schon mal was anderes, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, meistens sage ich, ich bin Künstlerin, ja? Weil ich es ja nicht nur auf die Porzellanmalerei beschränke, genau. Sondern weil es halt einfach in den Jahren sich bei mir weiterentwickelt hat. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich schon als Porzellanmalerin mich selbstständig gemacht. Aber ich habe einfach ständig Ideen, was ich auch machen möchte. Und die Ideen sind halt einfach so stark. Ich muss das umsetzen. Ich komme da gar nicht umhin. Ja, also wie gesagt, ich bin so von meinen eigenen Ideen besessen, dass ich das einfach umsetzen muss. Und wenn die Ideen kommen und das entwickelt sich weiter, dann wäre es im Moment jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zu sagen, ich bin Porzellanmalerin, sondern eher Künstlerin, weil ich dann diese gesamte Kunstsparte so erfülle. Aber Porzellanmalerin hört sich einfach so schön an. Das stimmt, ja. Okay, ja, das stimmt, ja. Ja. Was gibst denn du so für 3 Tipps mit aus deinem Leben für unsere Community, Jana? Also ganz eindeutig ist wahrscheinlich, wenn ich so zurückblicke, auf mein Leben an seine Träume zu glauben. Also ich würde wirklich jedem dazu raten, an seine eigenen Träume zu glauben, weil ich habe das damals so gemacht, als ich 8 war, mit meinem Wunsch, Porzellanmalerin zu werden. Das war einfach verstandsmäßig so unmöglich, daran zu kommen. Ja, es gab jedes Jahr 400 Bewerber und das ist so fast chancenlos, da reinzukommen. Aber ich wollte das so doll und ich habe wirklich daran geglaubt. Ich habe mich das davon nicht abbringen lassen. Und ich habe mir das, wenn ich ganz ehrlich bin, immer vorgestellt. Ja, das ist natürlich eine lange Zeit, so von 8 Jahren bis Ich mich beworben habe. Das sind ja viele Jahre gewesen. Ja. Und ich habe mir das immer vorgestellt. Also ich habe einfach davon geträumt. Also mir das bildlich vorgestellt, dass ich schon dort arbeite. Und natürlich alles unbewusst. Ja, es gab damals gar keine Bücher darüber oder zumindest kannte ich keine, wie man sich vielleicht so darauf fixiert und an seine Träume glaubt. Ja. Also ich habe da nichts darüber gelesen, sondern ich habe es einfach nur gemacht.
Ja, so diesen kindlichen Glauben, ja. Aber jetzt später, gut, fällt es einem schwerer, muss ich zugeben, weil man ja den Verstand hat, der dann auch gerne mal dagegen funkt und sagt, ach, das ist ja unmöglich und diese und jene Schwierigkeiten. Aber ich möchte trotzdem dazu anregen, an seine Träume zu glauben. Also das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und was, ja, also noch, also du meintest drei Tipps. Seiner Leidenschaft folgen, also das, was man wirklich richtig, richtig gern macht und nicht einen Plan B oder Plan C, sondern wirklich das zu tun, was man einfach richtig gern macht, wo man die Ideen dazu kriegt, weil ich spüre das ja auch, dass ich mit meiner Kunst wirklich ständig Ideen bekomme. Und wenn ich jetzt verstandsmäßig gesagt hätte, gerade als ich alleinerziehend war mit vier Kindern, ich arbeite jetzt, keine Ahnung, beim Bäcker oder als Kassiererin oder so, um überhaupt irgendwas zu haben, aber ich glaube, ich werde einfach auch nicht glücklich. Ja? Und so merke ich, wie sich das bei mir auch alles weiterentwickelt. Und ich denke mal, dass das was ganz Wichtiges ist, seiner wirklichen Leidenschaft, seiner Berufung zu folgen. Das hast du ja vorhin schön gesagt. Es gab ja keinen Plan B für dich. Ja, genau. Es gab da einfach keine zweite Option. Ich wollte nur das und nichts anderes. Ja. Mich würde noch interessieren, Jana, hast du denn damals dann dich persönlich beworben? Hast du es schriftlich gemacht? Bist du in die Manufaktur und hast es dann abgegeben, deine Bewerbung? Das würde mich noch interessieren. Ich habe es abgeschickt mit 10 Zeichnungen noch dazu. Also 10... Okay. 10 Aquarelle, Zeichnungen und so, die habe ich mit abgeschickt. Dann hat es viele Monate gedauert. Wie viel? Viele, viele Monate gedauert, bis ich Post bekommen habe. Und ich habe jeden Tag im Briefkasten geguckt. Und dann wurde ich eingeladen zur Probearbeit. Ja, das war eine ganze Woche Probearbeit. Also richtig von morgens 6:30 bis nachmittags 4:00. Wo wir da im Lehrlingswohnheim untergebracht waren. Ich glaube, das war in der 8. Klasse, ja. Und dann eine ganze Woche Probearbeit. Ja, da wurden wir auch von der Schule freigestellt dafür. Und dann hieß es halt kopieren, kopieren, kopieren. Also viele Dinge, die wir malen und zeichnen sollten. Und dann wurde das halt auch ausgewertet und auch noch mit Gesprächen und so. Und ja, das stimmt bei dem Gespräch. Das ist ja jetzt alles schon lange her, aber ich kann mich erinnern, dass sie damals aufgeschrieben haben, hat einen sehr starken eigenen Willen. Schön. Ja. Und ich glaube, ja, das stimmt wirklich. Ja. Ja. Also es ist ein richtig schöner Werdegang und man lernt ja nicht immer eine Künstlerin, Porzellanmalerin und Zeichnerin kennen. Ja, das fand ich jetzt ein richtig, richtig schönes Interview mit dir. Ich freue mich, wenn wir uns dann bei dir in der Galerie kennenlernen, also noch kennenlernen über deine Arbeit kennen. Ja, auf jeden uns. Fall. Das zeige ich dir sehr gerne. Genau. Da ist schon eine ganze Menge zu sehen. Genau. Dass ich deine Arbeit sehe, genau. Jana, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, man möchte jetzt einen Malkurs buchen, ob online, bei dir, wo erreicht man dich denn? Ja, auf meiner Website natürlich, ja also www.jana-porzellanatelier.de oder natürlich auch per E-Mail, janawend72@gmx.de und auch auf meiner neuen Website, also diese Kunstevents im Mittelrheintal, ja, das ist www.kunstevent-mittelrhein.de und sicher natürlich auch über das Telefon, was jetzt die Telefonnummer, die auch auf der Website steht. Doch ist es halt auch oft so, wenn ich unterwegs bin, ist halt dann auch mal keiner zu Hause, ist allerliebste natürlich per E-Mail. Da kann man einfach dann viel besser auch Termine ausmachen, weil ich halt auch oft unterwegs bin und ja auch im Auto dann schon mal schnell das Telefon nicht höre. Ja. Und dann kann man natürlich einen Termin vereinbaren und natürlich auch mal hier zu mir kommen. Aber ich bin auch sehr oft unterwegs auf Ausstellungen. Über das Jahr habe ich verschiedene Kunsthandwerksmärkte und Ausstellungen. Und ja,
Das ist jetzt im Moment natürlich gerade diesen Monaten noch etwas weniger, wird aber sicher im nächsten Jahr wieder mehr sein. Ja. Ja, und das ist halt so der ganz normale Kontaktweg, ja. Wir werden bei unten nochmal alles verlinken. Unter dem Video bei sabinesinfobox.de bist du ja auch nochmal mit dem Video dann mit drauf, mit von Solcher Media, mit alle Verlinkungen. Da haben wir das ja dann auch nochmal mit drin. Jetzt bist du ja auch Buchautorin, Jana. Ja, das stimmt. Du hast stimmt. ja ein Buch geschrieben, Rudis Traum. Da möchte ich nochmal zum Abschluss drauf kommen. Ne? Und hast du es zur Hand? Schön. Ja. Das ist ein Kinderbuch. Ist ein Kinderbuch, genau. Ja, also für Kindergartenkinder oder vielleicht auch noch so die Erstklässler, die Erstleser. Ach, schön. Ja. Und einfach die Message dahinter ist, an seine Träume zu glauben. Ja, wie ich vorhin schon sagte, weil das so mein Leben bestimmt hat, als ich jetzt so rückgeblickt habe und dachte mir, ja, ich habe es immer so gemacht, ich habe an meine Träume geglaubt und das möchte ich einfach auch in meinem Buch vermitteln. Ja. Ja, Rudi, der hat halt auch seine Träume und wie das halt so ist, gibt es immer welche, die einem die Träume schöne Zeichnung. Ja, schön. Ja, das ist halt der Rudi, ja. Ich habe das Buch gemalt und gezeichnet und genauso auch geschrieben. Ja. Das ist also verlinken wir auch nochmal. Kommt auch nochmal der Link mit rein. Ja, und ich habe es so oft erlebt, dass kleine Kinder wirklich noch richtig viele Träume haben. Und oft sind es, ehrlich gesagt, die Erwachsenen, die dann den Kindern die Träume ausreden wollen und sagen, ach, das ist so schwierig, mach doch lieber das und das ist doch nichts und so. Und naja, und dann ist es doch so, dass viele Kinder ihren Traum beiseite legen und sich nicht mehr getrauen. Ja? Dabei ist das so wichtig, an seine Träume zu glauben. Genau. Die Träume sind ja nicht umsonst in uns, sondern die wollen ja verwirklicht werden. Ja, sehr schön. Und das möchte ich einfach auch an die Kinder weitergeben oder die Mamas und Omas und alle, die den Kindern vorlesen. Ja, es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, das Buch zu schreiben und zu illustrieren. Also das war ein tolles Projekt, das mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das sind ja auch schon schöne Bilder, was man jetzt kurz nur in der Kamera gesehen hat. Ja, sehr, sehr schön. Unsere Community, da haben wir ja immer, dass unsere Gäste ein Geschenk mitbringen, Jana. Ja, sehr gerne. Ja. Ja, ich mache jedes Jahr einen Kalender von meinen Bildern. Ja, also wie gesagt, ich male ja Aquarelle, Öl, Acryl und ich habe dann immer Bilder fotografiert jedes Jahr und auch einen passenden Spruch dazu rausgesucht. Ja. Und und das sind halt einfach ganz verschiedene Bilder und den Kalender für 2021, den verschenke ich an die Community. Sehr schön. Einfach dafür, dass ihr hier so schön zugeguckt habt. Ja, sehr schön. Das hat mir auch einen riesig großen Spaß gemacht. Ja. Und ja, das gehört halt ganz normal dazu. Danke. Und ich habe auch so viel Feedback immer zu meinen Kalendern bekommen. So viele Leute, die gesagt haben, oh, das sind so schöne Bilder und die Sprüche dazu, die passen so toll zu diesen Bildern und inspirieren mich. Und ja. Das gebe ich einfach sehr gerne weiter. Sehr schön. Machen wir dann Stichpunkt Sabines Infobox. Ganz genau, ja. Dass wir das dann wissen. Sehr schön. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir, liebe Sabine. Ja, ganz wunderbar. Du hast ein ganz, ganz tolles Projekt mit deiner Infobox. Also ich finde das so klasse, dass wir uns kennengelernt haben auf dem Seminar in München. Und ich finde es genauso klasse, was du jetzt machst, wie du dich weiterentwickelt hast und wie du das jetzt mit dieser Vorstellung machst, ganz, ganz toll. Wirklich wunderbar. Ich danke dir dafür. Danke. Bin natürlich auch noch am Üben. Das ist ja für mich auch etwas Neues, weil ich ja immer mit dem Kunden gegenüber arbeite und jetzt mit der Interviewreihe, was ich ja schon vor Jahren machen wollte, bin ich auch am Üben und so lernen wir jeden Tag dazu. Das ist ja dann auch schön. Ja, genau, ja, das ist es ja mal. Man entwickelt sich weiter, man macht jeden Tag was Neues und man bekommt, man hat ja auch mit der Zeit ein immer größeres Netzwerk und alles kommt zueinander und dann merkt man auch wieder, oh, na eben, das müsste ich mal noch lernen und da könnte ich noch ein bisschen gebrauchen. Mhm. Und ja, und so kommt einfach alles von Tag zu Tag und Schritt für Schritt und
nach einer Weile sagt man sich, oder eben, was ist das für ein großer Schritt gewesen im letzten Jahr? Ne? Ja. Ja. Also ich stelle auch immer wieder fest, wenn man so sagt, man überschätzt, was man in einem Tag schafft und man unterschätzt, was man in 10 Jahren schafft. Ja? Das ist so krass. Ich nehme mir auch so viel vor jeden Tag und stelle dann fest, oh, habe ich ja kaum geschafft. Schon wieder zu viel in einen Tag gepackt. Aber wenn ich so zurückblicke, was man dann in 10 Jahren geschafft hat, dann ist es doch Wahnsinn. Also dann merkt man doch, wie man sich entwickelt hat und was man wirklich geschafft hat und bewirkt hat. Ja. Wie halt also, die eigene Entwicklung auch weitergeht. Ja. Genau. Du könntest noch viel, viel mehr erzählen. Das werden wir auch noch machen. Wir werden noch ein zweites Video aufnehmen, Jana, weil es so viel zu erzählen gibt. Und da freue ich mich jetzt schon darauf. Ah ja, okay. Ich wünsche dir, freue ich mich auch. Ja, danke. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Schönen Projekten, die du machst. Mhm. Und wir hören uns, wir sehen uns. Und für die Community, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns. Schönen Dank, dass ihr auch dabei wart. Und alles, alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank, Sabine. Danke. Ganz wunderbar, es war ein ganz tolles Video. Ich danke dir und wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Infobox. Dankeschön, Jana. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.